feiner Sahne-Fischfilet. Im Nordosten der Republik liegt einiges im Argen. Mecklenburg-Vorpommern ist von Landflucht ebenso geprägt wie von festen rechtsextremen Strukturen. Patrick Gensing ist Journalist und Experte für Rechtsextremismus. Er schreibt im Netz über den rassistischen Alltag in Deutschland. Wir reden hier von einem Bundesland, in dem die NPD im Landtag sitzt, und zwar mit knallharten Nazis, wo es massive Kameradschaftsstrukturen gibt, wo es immer wieder rechtsextreme Gewalt gibt. Und es ist ein Bundesland, wo endlich auch eine alternative Jugendkultur langsam heranwächst. Teil dieser Jugendkultur sind feine Sahne Fischfilet. Sie beobachten den Zustand ihrer Heimat mit kritischem Blick. Es gibt hier einfach Regionen in Mecklenburg-Vorpommern, wo es keine Zivilgesellschaft oder sowas gibt. Aber wo selbst irgendwelche, so die üblichen demokratischen Parteien einfach komplett versagen, die es einfach auch gar nicht mehr gibt. Die haben auch Regionen einfach aufgegeben und so. Sie sind geblieben. Es ist ja auch nicht alles schlecht. Und mit Eigeninitiative kann hier einiges bewegt werden. Zumindest in Demmin war das so, also da, wo ich groß geworden bin, dass wir uns dann untereinander halt auch schon unsere Alternativen gesucht haben ab einem bestimmten Punkt. Und das war dann einfach so was, dass wir irgendwie mit einem Notstromaggregat irgendwo auf eine Wiese gezogen sind mit allen Leuten. Als die Essen dann nachher Autos hatten, haben da so Boxen aufgebaut, eine PA, und haben dann unsere kleinen Goas da irgendwo im Wald und auf der Wiese gefeiert so. Und fanden das halt total cool so. Also es war halt irgendwie so, boah, ja, man ist halt hier, kriegt das selbst auf die Beine gestellt, so, man macht es halt einfach. Und das wäre woanders halt auch nicht möglich gewesen. So. Also es war halt auch schon, also ich fand es auch ganz witzig. Inzwischen ist Schluss mit lustig. Rechte bestimmen den kulturellen Mainstream ihrer Heimat. Feine Sahne Fischfilet hält dagegen. Bei uns kommst du nicht dran vorbei, dass wenn du uns hörst, weißt du, wir finden Nazis scheiße. So. Und wenn du Nazis nicht scheiße findest, wollen wir, dass du uns nicht hörst. So. Ganz einfach. Seit Jahren spielt die Band bereits zusammen und überzeugt ihr Publikum durch Haltung und die Kraft ihrer Musik. Weil Musik super wichtig ist in der Zeit der Jugend. Dementsprechend setzen die Nazis natürlich auf diese Musik und versuchen den Leuten ein Nazi-Lebensgefühl zu liefern. Deswegen ist es natürlich wichtig, dass es auch andere Musik gibt. Und zwar sowas wie feine Sahne-Fischfilet, die eben versuchen, den Einzelnen zu stärken, die sagen, du selbst bist was wert und nicht nur die Gruppe und nicht nur dein Volk, sondern du selbst bist wichtig. Kritisch, mutig, aktiv antifaschistisch. Doch der Preis dafür ist hoch, die Band in ständiger Gefahr. This is a call to justice. We will never forget. We will never forget. Ja, wir befinden uns hier direkt vor dem IQO und hier sieht man braune Farbe an der Fassade. Es gab einen Anschlag vor einem halben Jahr auf Wohnprojekte, linke Wohnprojekte, Kulturprojekte in Mecklenburg-Vorpommern. Eins hier auf das Ikubo, wo halt mit Feuerlöschern braune Farbe gegen die Fassade geballert wurde. Hier im Eingangsbereich wurde Buttersäure verkippt und vorne dann nochmal an die Fassade feine Sahne Fuck Off rangeschrieben. Zur gleichen Zeit gab es in Peter-Weiß-Haus in Rostock auch einen Anschlag und auf den Demokratieladen in Anklam. Das sind organisierte Sachen, was halt auch die Gefahr und die Brisanz an diesen Anschlägen zeigt. Ne? Ich glaube, der Punkt Angst ist ein sehr elementarer, auch innerhalb der Band bei uns. Also ich glaube, es ist halt auch einfach total Quatsch, irgendwie so einen Habitus am Tag zu legen und zu sagen, man hat keine Angst und so. Selbstverständlich habe ich Angst. Ich denke, es ist halt wichtig, mit der Angst aber auch einen Umgang zu finden. Dass man sich halt nicht total einschüchtern lässt. Mit ihren Konzerten schafft die Band Freiräume, durchbricht die rechte kulturelle Hegemonie. So wie beim letzten Record Release. Podiumsdiskussionen und Vorträge geben dem Konzert einen politischen Rahmen und fordern zum aktiven Widerstand auf. Musik ist wichtig und es ist wichtig, sich da zu positionieren, aber es kann einfach nicht das Einzige sein, was man macht. Diese Haltung führte zu einem Eintrag im aktuellen Verfassungsschutzbericht. Der Grund? Eine angeblich antistaatliche Haltung und die Verbindung ihrer Musik mit politischen Themen. Ein satirisches Plakat auf ihrem Blog und das bei Antifaschisten gängige Good Night White Pride Logo dienen als Beweise ihrer Subversivität. Was ich krass finde, ist einfach diese Kriminalisierung
von antifaschistischen und antirassistischen Gruppen. Und ich finde es krass, dass das, was da reingeschrieben wurde, dass alleine irgendwie ein Zitat von uns verwendet wird, wo drin steht, Antifaschismus ist für uns keine hohle Phrase und wir wollen eine tiefgreifende Auseinandersetzung, dass das scheinbar in den Verfassungsschutzbericht kommt und so. Das sollte ein gesellschaftlicher Mindeststandard sein. Der Verfassungsschutz Mecklenburg-Vorpommern war auf Anfragen zu keiner Stellungnahme bereit. Die Band klagt gegen den Bericht, der auch unverhoffte Aufmerksamkeit brachte. Die Freude hält sich dennoch in Grenzen. Ich denke, dass das sehr gut sein kann, dass es vor allen Dingen langfristig Probleme für uns bedeuten kann. Jetzt ist das noch so, jetzt berichtet alle Tracks von uns, weißt du. In einem Jahr stehen wir da vielleicht immer noch drin und dann ist immer noch genau dieses Argument. Und irgendwelche konservativen Leute oder irgendwelche Nazis können sich darauf immer irgendwie berufen. In manchen Läden ist die aktuelle Platte bereits nicht mehr erhältlich. Dabei gab es auf Konzerten der Band nachweislich bisher keine Straftaten. Muss die deutsche Verfassung wirklich vor feine Sahne Fischfilet geschützt werden? Als ich den Verfassungsschutzbericht 2011 für Mecklenburg-Vorpommern in die Hand genommen habe und darin gelesen habe, konnte ich es eigentlich kaum fassen, dass man anderthalb bis zwei Seiten benutzt und aufwendet, um eine Punkband dort aufzuführen mit echt hanebüchenden Anschuldigungen und gleichzeitig die glasklaren Spuren, die es gibt, des NSU, des Rechtsterrorismus, nach Mecklenburg-Vorpommern mit weniger Platz würdigt. Also das ist schon sehr bemerkenswert und außergewöhnlich. Patrick Gensing befasst sich in seinem Blog publikative.org mit dem Rassismus innerhalb der deutschen Mehrheitsgesellschaft. Zuletzt erschien sein Buch Terror von Rechts. Der Verfassungsschutz ist gerade dabei, komplett seine Legitimation zu verlieren. Es gibt zahlreiche Skandale, die zeigen, dass es keine Einzelfälle sind, von denen wir hier reden. Schlimmstes Beispiel, die rechten Mörder des NSU. Da waren V-Leute im Umfeld. Man kannte diese Leute seit Mitte der 90er Jahre. Man hatte glasklare Hinweise darauf, wo die sich befinden. Und trotzdem konnten sie mehr als 10 Jahre durch Deutschland ziehen, Banken überfallen, Menschen erschießen. Die mussten noch nicht mal ihr Äußeres ändern. Die konnten Wohnmobile mieten. Also das ist noch nicht mal ein Untergrund, von dem wir hier reden. Neonazis sind seit Jahren ein unübersehbares und gefährliches Problem. Nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern. Ein von der Politik gern verdrängtes Thema. Nicht die Leute, die die Scheiße fabrizieren, nicht die Leute, die die Scheiße bauen, werden als das Problem wahrgenommen, sondern die Leute anquatschen, die Leute, die sagen, ey, hier passiert Scheiße und so, die werden als Nestbeschmutzer wahrgenommen, die werden als das Problem wahrgenommen. Zumindest in Bezug auf den Verfassungsschutz ist seit dem NSU-Skandal eine öffentliche Diskussion in Gang gekommen. Hoffentlich dient auch gerade unsere Geschichte dazu, dass der Verfassungsschutz noch unglaubwürdiger erscheint. Wenn der Verfassungsschutz über 13 Jahre hinweg nicht davon mitbekommt, dass Nazis mordend durch ganz Deutschland ziehen, muss man, glaube ich, auch an der Wurzel ansetzen. Ob mit Verfassungsschutz oder gegen ihn, feine Sahne Fischfilet lassen sich nicht beirren. Track sagt, weiter so. Gleich bei Tracks.